Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mediathek des IQSH ermöglicht es Ihnen bei vollem Datenschutz, bestimmten Lerngruppen Medienlisten mit ausgewählten Medien zur Verfügung zu stellen. Die Lernenden können diese abrufen. Eine Überprüfung, ob dies geschehen ist, ermöglicht die Mediathek nicht. Dieses Video erklärt die Verwaltung der zur Verfügung gestellten Medien mit Hilfe der Mediathek. Als erstes können Sie die Lerngruppen anlegen. Dazu klicken Sie im Hauptmenü auf Einstellungen und auf Edu-IDs. Hier erzeugen Sie einen Zugangscode in Form einer Abkürzung und eines QR-Codes. Die Codes ermöglichen den Lernenden den Zugriff auf die von Ihnen bereitgestellten Medien. Als Beispiel lege ich hier eine Lerngruppe, also eine Edu-ID-Liste, mit dem Namen Tischler-Unterstufe an. Alle Kolleginnen und Kollegen, die mit mir an der gleichen Dienststelle arbeiten, können diese Lerngruppe in einer Liste sehen. Im Auswahlmenü wähle ich eine Edu-ID, die ich der ganzen Klasse zur Verfügung stellen werde. Das Ablaufdatum ist auf das Ende des Schuljahres voreingestellt und muss dann gegebenenfalls verlängert werden. Wenn Sie bei Jahrgangsstufe eine auswählen, werden die entsprechenden Medienlisten in der ganzen Jahrgangsstufe angezeigt. Das kann sinnvoll sein und jede Schule muss für sich besprechen, wie sie dies handhaben will. Wenn Sie nur Ihrer Klasse Medien zur Verfügung stellen wollen, klicken Sie Sonstige Lerngruppe an und vergeben einen Namen. Schließen Sie den Vorgang mit dem Befehl IDs erzeugen ab. Das war die Vorbereitung. Ich möchte meiner Lerngruppe jetzt Medien zur Verfügung stellen. Diese Medien stelle ich in einer Medienliste zusammen, die ich am Ende mit der Lerngruppe, also der Edu-ID-Liste, sozusagen verheirate. Wie fülle ich nun diese Medienliste? Zum einen kann ich über die Mediensuche und das Sternchen Medien in die aktuelle Medienablage schieben und dann als neue Medienliste speichern. Zum anderen kann ich sie aus der aktuellen Medienablage in bereits gespeicherte Medienlisten verteilen. Das geschieht mit Hilfe des Doppelpfeils. Zum dritten finde ich meine selbst erstellten digitalen Aufgaben der zeitlichen Reihenfolge nach geordnet unter Eigene Inhalte, alle Anzeigen. Diese kann ich von dort ebenfalls in die Medienlisten schieben. Die Medienliste ist mit den Medien gefüllt. Klicken Sie auf das kleine Rädchen für Diese Liste bearbeiten und die Lerngruppen Ihrer Schule werden Ihnen angezeigt. Wählen Sie aus und nun ist diese Liste mit dieser Lerngruppe verknüpft. Stellen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern die ID oder den QR-Code zur Verfügung, den Sie hinter dem PDF-Symbol oder dem Druckersymbol bei Ihren Edu-ID-Listen finden. Das war's. Zur Wiederholung erstelle ich jetzt ein zweites Beispiel. Neue Edu-ID-Liste, also Lerngruppe, erstellen. Medien aussuchen und in Medienliste schieben. Die gespeicherte Medienliste bearbeiten und Jahrgangsstufe oder Lerngruppe zuordnen. Mit dem PDF- oder Druckersymbol bei den Edu-ID-Listen erzeugen Sie die Codes, die Sie den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen.